Und dann ist alles angerichtet hier in der Kaufbeurer Energie Schwaben Arena. Los geht's, das ewige junge Derby zwischen dem ESV Kaufbeuren, heute ganz in Rot im ersten Drittel von links nach rechts gegen den EV Landshut in den weißen Trikots, dementsprechend von rechts nach links. Na gut aufgepasst da von Brad Cameron. Jack Dreamers mit dem ersten Abschluss. Und da klingelt direkt, gerade mal 20 Sekunden gespielt. Was für ein Start für den EV Landshut. Dann ist es Samir Kaputli, der Maxi Meyer zum ersten Mal überwinden kann. Also hier sehen wir es nochmal, die Entstehungsgeschichte. Meyer weiß nicht, wo die Scheibe ist. Kaputli zieht einfach ab. Meyer weiß da nicht genau, wo die Scheibe rauskommt. Man sieht es hier nochmal ganz gut. Samir Kaputli zieht einfach ab aufgrund einer Erkrankung. Kommt hier durch. Monschütz. Und Vogel hat die Scheibe. Jetzt kommt der nächste auf Maishit. Aber nächstes 2 auf 1. Cameron in die Mitte und 2-0 für den EV Landshut. Zu offensiv der ESVK. Die Defensive vernachlässigt. In den zweiten 2 auf 1 Konter innerhalb von kurzer Zeit gelaufen. Dann war's. Adrian Klein müsste es gewesen sein, der Verteidiger mit seinem ersten Saisontor. Wie du sagst, Benni. Wir sehen den Check jetzt nicht mehr. 2 gegen 1. Dann kommt Alex Thiel nicht mehr hinterher. Und schon klingelt es zum zweiten Mal. Nach knapp 6 gespielten Minuten. Wiederum keine Chance für Maxi Meyer. Der Scheibengewinn von Appendino. Gegenstoß läuft. Über Lillich. An die Latte. Beste Chance. Und nächste große Chance für Landshut. Cameron. Oswald bekommt die Scheiben in die Hacken. Oswald. Alex Thiel. Und der ist drin. 1:2 nur noch. ESV Kaufbeuren ist im Spiel. Guter Spielzug von der Reihe 4 des ESVK. Haben wir es nochmal. Oswald, Thomas und Hopp ziehen nach vorne, ziehen die Verteidiger mit. Thiel zieht ab. Scheibe schlägt oben im Winkel ein. 12. Saisontreffer von Alex Thiel. Hat auch spät die Scheibe gesehen. Weiter die Landshuter mit McLellan, mit Pachot. Jetzt kommen sie ins Kreiseln. Außenpfosten. Und wieder Missverständnis. Laxonen lässt laufen. Schütz rutscht aus. Connelly ist auf und durch. Ron Meyer zur Stelle. Super Pass von Gottschick auf Thiel. Und der war am Pfosten. Schein. Bisschen Glück an die Scheibe. Pfleger. 1:3. Ganz ungünstig für den ESVK. Eine Phase, wo man drauf und dran war. Und selbst mehr Spielanteile hatte das Spiel hier vielleicht noch auszugleichen. Kommt Marco Pfleger. Dann trifft es zum 3:1. Ganz trocken, Meinschein legt da schön ab. Pfleger schaut sich die Ecke aus, erzielt da seinen 20. Saisontreffer. Ganz schnörkellos aus dem Handgelenk, zieht ab. Scheibe schlägt oben rechts ein. Appendino. Gottschick. Nicht Abpraller, 2:3. Lagasse steht goldrichtig. Lagasse steht da, wo ein Topscorer steht und hat dann keine Probleme mehr, den Abpraller von Vogel im Tor unterzubringen. Und das ist genau die richtige Antwort zur richtigen Zeit des ESVK. 2:3. Ja, Appendino legt ab auf Gottschick, der zieht ab. Lagasse riecht es, macht es sau stark vom Kurter Vogel. Nochmal Schweiger. Findet da den Verteidiger. Lagasse kommt zur Scheibe. Der wird gemacht. Appendino. Scheibe liegt frei. McLellan. Hat es geklingelt, glaube ich. Vor dem Tor ist dicht bei den Landshutern.
Axonen, jetzt vielleicht, da ist der Ausgleich. Sebastian Gottschick. Was für eine Kombination, super Vorlage von Joey Lewis. Und dann ist alles wieder offen, 8 Minuten 45 vor dem Ende. Laksonen nimmt sich die Zeit. Lewis bewegt sich gut, fast direkt auf Gottschick. Da ist dann auch schwer zu verteidigen, der Tscheche mit seinem 12. Saisontreffer. Sebastian Vogel ist zum dritten Mal geschlagen. Jetzt mit ein wenig Glück, jetzt vielleicht. Mal Pachot, oh gefährlich, Riesenchance hier. Scheibe vor dem Tor, da ist der Führungstreffer. Johannes Kraus, 2:37 vor dem Ende, aus 1:3 macht 4:3. Der ESV Kaufbeuren führt gegen den EV Landshut. Das Stadion verwandelt sich in ein Tollhaus. Lechtonen bringt die Scheibe zum Tor. Unglücklich für, ich weiß nicht, ist es Cameron vor dem Tor. Der Remus leitet die Scheibe ab und Johannes Kraus mit seinem Vorstor vor Meier. Jetzt die Chance für Pfleger und da ist der Ausgleich für die Landshuter, 39,8 Sekunden vor dem Schluss. Meier kann die Scheibe nicht festhalten, dann liegt sie frei und am Ende dürfte es wieder Marco Pfleger sein mit dem 4:4. 21. Saisontreffer von Marco Pfleger, haben wir es nochmal. Hier noch die gute Parade von Meier mit der Schulter. Oder was, der Schiedsrichter weiß es nicht genau. Gut gespielt von Schütz auf Lewis. Lewis, Joey Lewis, erlöst den ESVK. 5:4 nach Verlängerung. Im Derby gegen den EV Landshut. Man sieht es hier nochmal. Joey Lewis lässt sich Zeit. Nimmt die obere linke Ecke. 6. Saisontor für den gebürtigen Walliser. Und man sieht es an der Jubeltraube beim EVK. Wie du sagst, Benni, wie die Last von den Schultern gefallen ist. Und nach 0:2 und 1:3 Rückstand. Das Spiel in einen 5:4 Sieg nach Verlängerung